Der französische Fußballmeister Paris Saint-Germain marschiert in der Liga Na auch ohne seine beiden verletzten Stürmer Stars Neymar und Edinson Cavani weiter der erfolgreichen Titelverteidigung entgegen. Die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel siegte am 25. Spieltag 1:0, 0:0 beim Rekordmeister AS St. Etienne. Weltmeister Kylian Mbappé, 73., sorgte per Volleyschuss mit seinem 19. Saisontreffer für den 20. Saisonerfolg des Tabellenführers. 5 Tage nach dem 2:0-Erfolg im Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League bei Manchester United standen die beiden deutschen Nationalspieler Julian Draxler und Thilo Kehrer erneut in der Startelf. PSG ist mit 62 Punkten weiter souverän Spitzenreiter vor dem OSC Lille, 50, und hat noch 2 Spiele weniger auf dem Konto. Kurz nach der Halbzeit scheiterte Draxler, 55., völlig freistehend aus 8 Metern an St. Etienne-Torwart Stéphane Ruffier. Es war bis dato die beste Chance der Gäste. Der ehemalige Dortmunder Neven Sabotek fiel bei dem Tabellenfünften kurzfristig angeschlagen aus.